selbst Mureda soll Schadenersatz an die Bahn zahlen, weil er es überlebt hat, kann er aber nicht, weil er Hartz IV bekommt. Was würde passieren? Hey Dena, hast du Bock, mit uns eine Longboard-Turn zu machen? Schreib Dan zurück, okay, danke, würde uns sehr freuen. John Joe Cleave schreibt, rede nicht sowas, du sagst, ist zu große Lage Leverkusen Minimum diese Jahr König Klasse 1. Wir haben es sogar selber gefunden, da kommt noch mehr von dem. Ich als Regisseur. Bestimmt nach neudeutscher Rechtschreibung ist auch Regisseur erlaubt. Ja, Gond eine Bang aus Rauben. Da ist er wieder, John Joe Cleave. Spielen alle? Rede mal von diesen Leuten, wer hat es bezahlt? Ich bin früh dran, ich brauche einen Witz. Rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. 62 Leute, ja, finden das super. Ich bin 9 Jahre alt und heiße Eldar Bloß. Ich bin bei meiner Oma, das ist ihr Computer. Ich habe ein Samsung Galaxy S6 Gold Foam Geburtstag. Ich mache Bitbox-Videos bei YouTube, habe 3 Millionen Abos, ja. Moment, Fabian Meyer ist seine Oma? Naja, da ist er wieder, John Joe Cleave. Von dieser Rede nur, wenn ist Konjunktiv, aber... damit ihr Bescheid wisst. Punkt 7, man macht diese Zeichen nur bei Hunden dort, aber würde diese Zeichen auch hier in Deutschland man nur zu Hunden machen, wäre das hier gar nicht so schlimm, da die meisten ja so oder so den Hundefilter benutzen. Es gibt einen Hundefilter? Ich mag ja keine Hunde, da wäre ein Hundefilter, wäre super. Nochmal, John Joe Cleave. Rudi, fragst du? Ach, gegeben dir Pokal. Punkt. Könnt ihr mal eine Telefon-Challenge machen? Telefon-Challenge. Das ist so wie Fritz von Ton und Taxis oder Gisbert zu Kniphausen. Telefon-Challenge. Das ist ein Adelstitel. Oder sag nochmal, John Joe Cleave. Kannst du haben, Rudi, meinem Pferd? Ah, ich mache einen Spaß. War das witzig? Mein Bruder war bei Eisregen Gitarrist. Er versucht, Gitarrist zu sein. Was für ein geiler Lied, Ape Crime. So ein geiler Lied. Ich werde mir jetzt gleich einer Dose Red Bull trinken und danach werde ich in meine Bett gehen. Nochmal, John Joe Cleave. Europa kannst du lagern in Turm. ich mache Spaß. Du dumm. Du kannst nicht ein Musikvideo drehen. Du dumm. Dena, Knast, du jetzt GTA 5 online spielen. Wir hatten schon mal ganz früher was mit Dena und Knast. Irgendwas ist da im Busch. George Bush. Kolle, ich schwör's dir, das war Hurensohn Level 100k. Erstens rappen, dass man nicht materialistisch sein soll und dann den Typen so zusammenschlagen wegen einer Brille, du Otto, ehrenlos, du sparst. Denkst, du bist der King mit deiner Brille, aber bist nur ein Knecht, der seinem Konsumsucht hinterher jagt. Hashtag Dummschwätzer. Hey Denre, kannst du mal schreiben, wenn du mal Blitzbrigade spielst? Und ich habe eine Frage, kannst du unser Clan beitreten oder ein rauskicken bei Blitzbrigade? Dann können wir mal zusammen speilen. Und hast du Scape? Dann sag bitte, wie du heißt. Den können wir mal scapen. Und ich bin ein Wen-Win-Dir. Ray Steinschlag, du Hurenbastard, Nazi-Lutscher, hab kein Respekt vor Uyuns, friedenvoll Musimen, Dreck Nazi in Iran, würde wir der teinigen dich, du gottloser Bastard, Amk. Meine Schwester meint, du bist Dorfdehner und ich sage, Win, das stimmt nicht. Mit welcher App machst du GTA Online-Dehner? Snapchat. Du Hundesohn, halt die Fresse, ich hoffe, deine Eltern sind Geschwister. Lol, ich hoffe, deine Eltern sind Geschwister, lololol. Ich bims, du kleiner ehrenloser Lutscher. Das Einzige, was du hoffen darfst, ist, ob du einen Schwanz hast, kleiner Internet-Rambo-Junge. Wenn ich einmal vor dir stehe, du kackst dir in die Hosen, du kleine Kanalratte. Prime-Beispiel eines Kulturbereicherers, lol. Ich bims, halt die Fresse, du Lutscher. Du kleiner ehrenloser Lutscher, das Einzige, was du hoffen kannst,
was du hoffen darfst. Ach, wer holt das jetzt? Blablabla. Lol. Danke für die Lacher. Ich bin's Lacherlein, du Spast. Oh, Aylin Atalay muss mal zum Anti-Aggressionstraining. Oder muss einfach mal kräftig geschüttelt werden. Warwuff spielen sie. Ja, das neue Spiel von Bethesda, Warwuff. Ist ein neues MMO. Die Leute, die da direkt einen Daumen runter geben, sollen gar nicht das vieles gucken. Die sollen besser Tanzfettboss einen Daumen runter geben. Kannst du mal wieder irgendwo in der Stadt fahren und kämpfen und keine Maps mal machen, bitte? Ich weiß noch nicht, was das für ein Lied ist, aber ich höre es mir jetzt an. Depp, Digga, was? Redet er mit sich selber? Die Vivian. Oh, Vivian. Oh. Vivian muss auch zum Anti-Aggressionstraining. Und auch mal kräftig geschüttelt werden. Hallo, Dina. Kannst du eine Challenge machen, so viele Polizisten anrufen? Der Ingo hat Dina zu Hause. Hör auf, Leon, so mag ich dich eigentlich, aber ich möchte keine Video, wo du singst, sondern wo du pranken tust. Tuten tut die Eisenbahn. Spiele mal wieder Bergpass, bitte, Dena. Denn ich hätte eine Schelant. Was? Oh, ich fand die anderen Lieder nice gefunden, aber dieses Lied rockt, das ist wunderschön. Und als du gesagt hast, irgendeinmal baue ich meiner Mutter ein Haus. Ey, spurt, te dua schum fame. Ist nicht alles. Wir wollen deine Videos nicht nur schauen, weil du fame bist. Wir schauen sie, weil wir gerne glücklich sind. Und du machst uns glücklich. Leon for life, not just for fame. Te dua schum zimmer spurt jet. Was sind das denn für... Ich weiß es nicht. Irgendwelche Ausbrüche mittendrin. Tourette. Dina, ich raste aus. Was machst du? Du explodierst 2 Meter vor dem Ziel. Ich liebe Till. Er ist mein Vorbild. Wann machst du wieder Challenges, Dina? Das ist nicht Müll, du Wichser, Arschloch. Fick dich, ich hasse dich. Nummer 3 für Anti-Aggressionstraining Kerem Günos. Kann jetzt mit Vivian und diesem anderen Typen da... Gruppentherapie. Hi, ich mag dich sehr und ich will dich sehen. Was ist deine Probleme, du Hurensohne? Noch eine Nummer 4 fürs Anti-Aggressionstraining, John Davis Issel. Kann mir mal jemand erklären, warum alle so auf Koriander abfahren? In meiner Familie mag niemand Koriander, weil das immer so nach Seife schmeckt. Ja. Koreaner, die waschen sich sehr häufig, dann schmecken die nach Seife, wenn man die isst. Love it. Geil. Mein neuer Lieblingsrechtschreibfehler. Pit WBR, du findest sie zwar kack, me, die heiten Aktion keint so gut dir gefallen. Was möchte uns Claude Jung denn damit sagen? Brech ihn einfach die Finger, denn wird das mit dem Doppelpiece schwer. Auch Kai Kiana darf ins Anti-Aggressionstraining. Nummer 5! Wir kriegen den Kurs heute noch voll. Aufwachen! Es ist kurz vor 12! Was? Nee, ist schon nach 12. Aufruf! Im Namen Gottes rufe ich alle Christen, Buddhisten, Zeugen Jehovas und Atheisten zu heiligen Krieg gegen den Islam und seinen Anhängern und allen denen, die diese kriminelle Religion gutheißen. Auf, ihr begeht keine Sünden, eure Seele bleibt rein, Gott ist mit euch. Steht auf und kämpft, ihr werdet gestärkt durch euer Leben gehen und ihr und eure Kinder und Enkel werden in Freiheit leben. Es gibt keine Gnade und kein Mitleid mit den schmutzigen Völkern auf der Erde. Bereits ihre Brut ist eine Gefahr für die gesamte Schöpfung. Alter. Der kommt nicht ins Anti-Aggressionstraining, der wird nur feste geschüttelt. Mann, ey. Und 7 Leute... I don't want to live on this planet anymore. Weg mit Europa, die machen uns kaputt, kämpfen um D-Mark, wir möchten unsere D-Mark zurück. Anna Schmidt automatisch gemeldet von Facebook, man. Mehr Blüten geht nicht mehr. Auf dem Motorrad kannst du X getürkt halten und linke Maustaste oder die rechte habe ich vergessen. Hauptsache X getürkt halten. Öffnungszeiten, Montag, Ruhetag, Dienstag bis Freitag, 9 bis 18.30 Uhr, Samstag, 9 bis 15 Uhr, Telefonnummer, bla bla. Wegen Weiterbildgen, heute ist geschlossen. Hoffentlich eine Deutsch-Weiterbildung. Empfangsmitarbeiter, Rezeptionist. Ein Rezeptionist?
ein Zionist aus auf Rezept. Muss ich meinen Arzt mal fragen, ob der mich auch zum Zionisten machen kann mit einem Rezept. Emus müssen ihren eigenen Stall haben. Wenn die Eier legen, wollen die den Stall für sich haben, sonst haben die keine Ruhe. Deshalb sind die auch so schwierig zu halten in Zoos, die Emus, weil die wollen immer ihren eigenen Stall haben. Die schmieden sich daraus Waffen und Rüstungen und dann leben die glücklich, die Emus. Annalena schreibt, was für eine Sauerei, hab heute meine Stromabrechnung angeschaut und muss mehr zahlen als davor. Dabei sollte ich eigentlich nur noch ein Sechstel davon bezahlen laut meiner eigenen Rechnung. Was mache ich da jetzt? Sie versuchen mich abzuzocken. Hast du den Zählerstand notiert gehabt? Vielleicht wurde etwas falsch abgelesen. Was mich persönlich interessieren würde, wie hast du es hinbekommen, dass du deine Stromkosten um 5/6 reduziert hast? Warst du so lange nicht mehr in deiner Wohnung? Vielleicht lief ja noch ein großer Verbraucher mit. Naja, ich habe mehrere Mehrfachsteckdosen gekauft, in die jeweils 6 Stromkabel reinpassen. Den Fernseher habe ich zum Beispiel in so einer Mehrfachsteckdose alleine drin. Dann verbraucht er ja nur 1/6 des Stroms, weil das teilt sich ja dann auf die Steckdose auf. 1/6 des Stroms? Ja, weil die anderen 5 ja nicht belegt sind. Der Mehrfachstecker hat doch nur einen einzigen Anschluss für die Steckdose. Und wenn ich zum Beispiel den Fernseher in den Mehrfachstecker einstecke, läuft er nur noch mit 1/6 des Stroms. Habe ich mit allen Geräten bei mir so gemacht. Außer dem Herd, weil ich da hinten nicht richtig rankomme. Geil. Warum? Annalena. So funktioniert das nicht. Die ganzen Angebote, wo angeboten werden, sind super an Ostern, Halloween sowie leuchtende Kinderhaugen. Advent, Silvester, wer mit seinen Kindern dort war, weiß, dass die Kinder ihr Leben lang das nicht vergessen. Das sind Lebensabschnitte von Kindern, wo sich sogar Freundschaften aus nah und fern entwickelt haben. Bei den Erwachsenen ebenfalls. Danke an die Jugendherbergen, besonders an Rheinland-Pfalz und Saarland. Zweifel nicht an den Weg, den du gerade gehst. Eines Tages wirst du wissen, warum du innen gegangen bist. So deep. Um Schwingungen zu vermeiden, muss das Gerät nivelliert werden. Falls nötig, müssen die Nivellierschrauben verwendet werden, um... Motorwäschen sind strikt untersagt. Sie verursachen Umweltschäden. Suche Bett 1,80 breit, mir Lattenrost und Matratze und PC, falls jemand einen hat, den er nicht braucht. Brigitte. Ein Bett mit Lattenrost, Matratze und PC. Ey, so ein Bett will ich auch haben. Affel! 1,99 Kilo. Gruppeninformation. Erstens, habt Spaß, aber bleibt fair. Zweitens, Cynthia Rubart ist Hauptadmin. Drittens, Ramona ist 2 Admin. Fünftens, was muss denn viertens? Hier wird nicht verkauft. Sechstens, kein Tausch, außer es ergibt sich. Siebtens, keine Beleidigung oder unnötige Diskussionen. Achtens, keine E-Bailings etc. Neuntens, bei Regelverstoß fliegt man ohne Vorwarnung. Zehntens, Werbung nur mit Absprache. Elftens, ladet Freunde ein. Zwölftens, bitte bei Kleidung immer Grenze mit hinschreiben. 13. Wenn ihr eure Sachen verschenkt habt, bitte eure Post löschen. 14. Es darf gepusht werden, aber nicht alle 5 Minuten. 15. Tierheimspenden zu sagen, ist jetzt verboten. Habt Spaß. 16. Kein Auslosen mehr. Bitte keine Schicksalsschläge mehr schreiben, zum Beispiel Todesfall, Alkohol, Hartz IV, also kaum Geld. Bitte einfach und kurz fragen, was man braucht. Und dass bei Teddy etc. alles gibt, weiß jeder. Nur die Versandkosten und wer freiwillig was geben möchte, kann dies dann tun. Das Admin-Team und Facebook stehen nicht in Verbindung mit euren Beiträgen. Am meisten regt mich auf, wo ist Nummer 4? 3, 5. Ah, keine unnötigen Diskussionen. Wie kann man so viel Mark und so viel Abonnenten erhalten? Schöne Arbeiten! 37-Jähriger stürzte vom Baum. Schwerbehinderte in der CDU-Geschäftsstelle. Die nächste Beratung für Schwerbehinderte und die Personen, die es werden wollen. Darf man sich denn seine Schwerbehinderung aussuchen? Bei der CDU? Der Autor im Gespräch mit einem Bundespolizisten. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun, ist aber ein hübsches Symbolbild. Reiswarnung für die Türkei verschärft. Oh nein, kein Reis mehr in der Türkei? Mit Feuereifer bauen die Nachwuchsbrandstifter Nistkästen. Aha, die Nachwuchsbrandstifter. Ja, die Feuerwehr muss ja auch Arbeit haben. Ne? Kann ja nicht sein, dass irgendwann nichts mehr brennt und dann
Was soll die Feuerwehr? Die muss halt ihre Brandstifter, muss sie noch heranzüchten und ausbilden. Ja, DNA, du bist die beste YouTuber in Deutschland? Ich kenne eine Stelle, wo die Mädchen ohne Bikini laufen. Geil. Könnt ihr mal eine Mesa-Gelens machen? Macht mal eine Maßenschlägerei in Online-Modus. Dena, ich habe Freitag Geburtstag. Ich freue mich, wen du mich gratulierst. Ich bin dein größter Fan, Dena. Dena hat Fern- und Nah-Dena, hat er immer, ne? Manchmal braucht er ja Doubles für irgendwelche Let's Plays oder für öffentliche Auftritte. Und Benjamin Rabitsch ist ein Fern-Dena. Hirr, eine neue Schalang. Ihr nehmt euch zwei Flugzeuge, dann fliegt ihr unter drei Brücken mit einer Drehung dazu, egal welches Flugzeug. Danach landet ihr und klaut euch ein Auto und mit dem Auto müsst ihr 10 Menschen überfahren, dass die Geld dropen. Und am Schluss, wer am meisten Geld eingesammelt hat, hat die Schalang gewonnen. Meine Schalang. Das ist wie so ein Grundschulaufsatz. Meine Schalang. Und dann steht da einfach nichts mehr. Arr, das wird teuer, die Care is crude. Ihr solltet wissen, dass wenn ihr Paden aus Raub und den Verkäufer erschisst, habt ihr 3 Sterne, wen ihr in Leben lässt, nur 2 Sterne. Wann kommt das nächste Video? Habe nein, Vorschlag, macht doch mal die Schalllanke vor, ihr Augen, so wie ihr mit euren Autos eine Augen auf und zu, nur mit Heli. Nummer 6 fürs Anti-Aggressionstraining Kai Crasher. Idee für eine Challenge. Jeder fliegt mit dem gleichen Flugzeug in die Militärbasis und klaut sich einen Panzer. Wer zuerst den Panzer gestohlen hat und wieder am International Airport ist, hat gewonnen. Ja, meine Cousine bringt mir vielleicht ein Autokram mit. Cool. Nein, sind beides scheiße. Ich war mal Neonazi, nie wieder, lieber weg, Bombenarmen. Ich musste schmunzeln bei, für Faschismus ist hier kein Platz. Faschismus ist, wenn wirtschaftliche Interessen über dem Wohl der Menschen steht. Frage an euch alle, ist für Faschismus hier kein Platz? Kurden sind Bergmenschen. Leider nur 3 Sterne. Ich Hase, dass ich im R noch keine Legendäre habe und ich habe schon eine Magikecht geöffnet und ander gut tun. Das mit der Matrasepp ist mir passiert, wo ich 9 war. Ich bin da fast ertrunken. Du würfelst nur 1 und 2 wie deine Schullnoten und Pidissel 5 und 6, weil das deine Schullnoten waren. Wir setzen dieses Gedicht fort. Es handelt über GLP und Palette. GLP und Palle kacken in die Schale. Das ist ein super Gedicht. Danke dafür. Scheiße! Es gibt ein Rauschen, das nervt und ich möchte nicht von der Grafik reden. Und die wollen, dass man das auch bezahlt. Wir alle Kapitel, holt euch das nicht, außer ihr wollte ihn täuscht werden. Die wollen, dass man das bezahlt? Habe ich bei meinem Bäcker letztens auch gemerkt. Habe ich gesagt, ich hätte gern 3 Brötchen. Und da wollte die Geld haben. Die wollte, dass ich diese 3 Brötchen bezahle. Was ist aus dieser Welt geworden? Welche Xbox ist am besten? 360. Das waren mal wieder viele Rechtschreibfehler. Das waren die 99-15. Rechtschreibfehler, wenn mich nicht alles täuscht. Vielen Dank für die vielen, vielen Einsendungen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zusehen. Habt vielleicht 1 oder 2 Mal gelacht. Ich habe gelacht und die Streams gibt es übrigens auch jeden Tag auf YouTube. Das läuft immer zeitgleich auf Twitch und YouTube. Also ihr könnt auch meinen YouTube-Channel gucken. Montag bis Freitag ab 18 Uhr wird da gestreamt. Im Moment noch Aloy. Aber morgen, wenn ihr das Video am Montag guckt, also am Dienstag, gibt es erstmal die nächste Episode von The Walking Dead Final Frontier oder Neuland. Wenn ihr darauf Bock habt, ab 18 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal und auf Twitch.tv/RaveRaveRP. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in den Rechtschreibfehlern, in den Streams, im Let's Play oder bei Aldi Netto in der Kasse. Macht's gut. Tschüss, Jan! Yeah.
Da ist er nochmal, John Joe Cleave. Von dieser Rede nur, wenn Konjunktiv... Ray Steinschlag, du Hurenbastard-Nazi-Nutzer! Ich hab keinen Respekt vor Uyuns friedensvoll Musimen Drecknazi in Iran, würde wir der teinigen dich, du gottloser Bastard, amk. Hab ich das richtig gelesen? Ich mach's nochmal, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe. Die neue Raste aus, was machst du, du Ex-Blood? No, 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 no.